was will man zu so einem Panorama für sagen? Das ist das tote Gebirge, das lebt und lebt. Und wir haben jetzt so gut die Hälfte der Strecke zum Fleischfangsattel geschafft. Und da wird es dann Zeit für eine kleine Rast. Und was zu trinken. Der Fleischmangsattel ist erreicht. Und da werden wir uns jetzt einmal ein bisschen orientieren und ein bisschen niedersetzen und vielleicht einmal ganz kurz an der Gewandschraube drehen. Denn da war es jetzt windgeschützt und im Vergleich schon schön warm. Wir sehen hier Thüringer Hütte in 3 Stunden. Und das ist gut, das wollen wir auch. Und da hinten, das ist der Schermberg, der auf dem unteren Wegweiser angeschrieben ist. Der Abstieg zum Fleischfangsattel ist gar nicht zu unterschätzen. Also da ist es durchaus ziemlich schottrig und zum Teil auch steiler. Und da muss man schon hübsch aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Und wenn wir uns hier in diese Richtung wenden, dann sehen wir ganz in der Ferne den Dachstein und in dessen Richtung müssen wir jetzt auch weiter bewegen, damit ich zur Thüringer Hütte komme. Und da geht es da vorne über diesen blanken Fels, gut markiert, nach rechts weg. Was gibt es da noch für Gipfel zum Ansprechen? Das da vorne ist der Temmelberg, da hinten dann ist der Bösenbühl und der Hochkasten, zwei großer und kleiner Hochkasten. Und da herüben, diese schöne spitze Erhebung, das ist die Spitzmauer. Worauf ich hier gehe, das ist zum Teil ein sogenannter Gletscherschliff. Das heißt also, die Berge waren durchaus einmal vergletschert. Und da ist das Eis auch geflossen. Und damit sind da so richtig schöne überschliffene Felsbereiche entstanden. Und auf denen geht der Weg jetzt dahin. Da ist es jetzt auf jeden Fall gut, wenn man ein gescheites Schuhwerk hat, das eine entsprechende Reibung hat, dann kann man da ganz gemütlich drüber gehen. Da hat man auch mehr oder weniger natürliche Stufen, das ist ganz angenehm. Überhaupt ist der Weg da gebaut, wie man sieht, das heißt also, da hat man tatsächlich so kleine Dämme errichtet, was sonst in so einer Rinne eventuell unangenehm zu gehen wäre. Und so macht es viel Spaß. In diesem südexponierten Abschnitt ist es auch schwärmer geworden. Dann haben wir jetzt auch rechtzeitig ausgezogen, bevor ich da übermäßig zum Schwitzen anfange. Und damit einhergehend haben wir auch gleich mal gut eingecremt. Wir haben zwar doch schon Ende September, aber in der Höhe darf man das nicht unterschätzen. Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, dann verändert die Sonne ziemlich auch. Und das muss natürlich alles nicht sein. Der Wildverlauf da ist total nett. Schon auch alpin und daher ein bisschen zum Aufpassen, aber nirgendwo übermäßig ausgesetzt. Neben der Sonne
ist auf dieser Tour, also jetzt speziell auf der Überschreitung des Toten Gebirges, auch das Wasser ein Thema. Es ist in diesem Abschnitt, ihr seht es eh, weit umher kein Wasser zu erwarten. Also da ist tote Hose. Das einzige Wasser, was man da hat, sind die Schneefelder. Und auf die ist auch nicht immer Verlass. Da habe ich diesmal ein günstiges Jahr erwischt, in dem es sehr große Winterschneefälle gegeben hat. Das muss da auch nicht unbedingt sein, dass man da Schneefelder greifbar hat. Ich bin auf meiner Tour unten beim Schiederweiher aufgebrochen mit 3 Liter Trinkwasser. Das war gestern am Nachmittag. Und die 3 Liter, ja, die hat es trotz gestern ziemlich frischer Temperaturen, also fast schon aufgebraucht. Das heißt, da habe ich also am Anstieg natürlich getrunken. Da habe ich mir dann noch mein Abendessen zubereitet. Heute Morgen einen Kaffee getrunken und auch jetzt noch einen Schluck. Und jetzt habe ich eigentlich fast nichts mehr. Und die nächste Quelle, das sollte man sich halt bei solchen Touren auch immer wieder anschauen, die ist die Geiernestquelle, kurz von der Püringer Hütte. Und die ist von hier weg, naja, 2,5 Stunden etwa entfernt. Mit meinen letzten Rest an Wasser wird sich das gerade und gerade noch ausgehen. Aber im Hochsommer muss man sich da definitiv was überlegen. Man hat auf diversen Wanderkarten, ob das jetzt die OpenStreetMap oder die ÖK50 ist, die grundsätzlich eine exzellente Karte ist, natürlich schon auch Quellen eingezeichnet. Und die Quellen, die dort eingezeichnet sind, sind natürlich ernst gemeint im Sinne von, das sind nicht nur ganz sporadisch verfügbare Quellen, sondern das ist was, was den Großteil des Jahres überrinnt. Aber eben nicht immer. Es ist kein Verlass drauf, dass ihr dort wirklich Wasser finden werdet. Drum ist es schon gut, wenn ihr einen Backup-Plan habt. Also einen Plan B. Weil sonst habt ihr dann nämlich Schwierigkeiten. Also zum Beispiel im Anstieg zum Kühlkau, da ist eine Quelle eingezeichnet. Die hätte ich jetzt nicht aktiv gesehen, wo ich gestern aufgestiegen bin. Da hätte ich mich nämlich durchaus auch gern noch einmal entsprechend neu proviantiert. Ja, hier ist das Gebirge wirklich mausetot. Das ist ein Abschnitt, in dem weiß ich einmal Gletscherbedeckung in historischer Zeit. Und von daher ist der Heidwege da zwangsmäßig bis auf Flechten und kleine Moospolster an den günstigsten Standorten nichts los. Dafür hat man den Weg aber zu einer fast schon Hochgebirgsautobahn ausgebaut. Also, da hat man sich richtig Mühe gegeben. Das geht sich auch total angenehm. Und landschaftlich ist das natürlich 1A. Ja, ihr kennt es sicher schon erahnen. Diese Ideen mit, na, man kann sich am Schneefeld mit Wasser versorgen. Das ist ja schön und gut. Wie man es da vielleicht schon erkennen kann, das Schneefeld ist ziemlich hart gefroren. Das heißt also, natürlich kann man das aufhacken und dann in einem Rest mitgebrachten Wasser lösen und aufs Beste hoffen. Aber es ist schon relativ mühsam. Also auch wenn man Schneefelder hat, ist das keine Garantie für irgendwas.
Wald und der Sonderstandort so geschützt, möchte man als Pflanze gerne irgendwo wachsen. Süd exponiert. Da kommt vermutlich der Regen aus dem Gestein raus, sonst kann das gar nicht. Dieser Wegabschnitt ist wirklich herrlich. Da hat man einfach diese Atmosphäre da eingefangen. Das verläuft immer ein bisschen hier am Hang entlang, weil da unten ist einfach wirklich die unzugängliche Kalkwüste. Da hat man also vermutlich kaum einen vernünftigen Wegverlauf gefunden. Und schaut einmal, das Leben ist unentwegt. Also wenn gar nichts geht, aber ein kleines Bleimal geht immer noch. Wetter ist sensationell, ganz großartig. Der Franz Althofer vom Kanal Alpine Momente, übrigens sehr empfehlenswert, den werde ich euch da verlinken, nach Möglichkeit. Der hat gesagt, nice, und davor hat er euch was vom Schorapulver erzählt. An dieser Stelle danke für die guten Wetterwünsche, das ist voll aufgegangen. Nochmal so ein eindrucksvoller Gletscherschliff. Da kann man sich das richtig vorstellen, wie das Eis gearbeitet hat. Und über diese Platten kann man schön drüber gehen. So, wie viel Risse drin? Das ist fast schon wieder versteinerter Gletscher mit entsprechenden Spalten. Also trotzdem aufpassen, was hinsteckt. Hat man aber damit diesen Markierungssteinen hervorragend gemacht. Und ihr könnt es übrigens schön sehen, wo man herkommt, nämlich die Brotfallscharte mit dem Brotfall daneben. Ja, dort sind wir heute in der Früh, oder bin ich heute in der Früh, losgestartet. Und es ist inzwischen schon ein ganz schönes Stückerl. Und wir nähern uns jetzt da vorne einem kleinen Wegweiser. Da bin ich schon sehr gespannt, was uns der über den Fortgang der Tour erzählen wird. Und dann schaut rechts und links, das ist der Grund. Ah, da durch geht es wohlgemerkt. Da unten ist ein Tunnel. Das ist der Grund dafür, dass man sich da mit der Wegführung gar nicht so leicht getan hat. Die Thüringer Hütte ist ziemlich am Boden zerstört. Naja, nein, nicht wirklich, ist schon da offensichtlich angebracht. War früher offensichtlich immer da drüben. Aber hoffen wir mal, dass das für die Hütte nicht abgibt. Also da oben, da haben wir eine Böhringer Hütte ziemlich zerknauscht und Weser Hütte, großer April, da kommen wir her. Schermberg war da der Abstieg bzw. Anstieg, je nachdem von welcher Seite man begeht. Und da drüben, Dämmelbergsadel, das wäre in diese Richtung. Und wir gingen jetzt einfach weiter in Richtung der Böhringer Hütte. Leider hier keine Zeitangabe. Spannend. Aber wir werden es schon sehen. Nicht verwirren lassen, da oben die Markierungen gehören nicht zu uns. Die Markierungen gehören zu uns. Das da oben ist der Abstieg vom Schermberg. Wäre spannend, warum der Schermberg Schermberg heißt. Bei der Gelegenheit, warum die Brotfallscharte Brotfallscharte heißt, hat eine interessante Geschichte. Und wenn die Geschichte nicht wahr ist, dann ist sie gut erfunden. Und die geht folgendermaßen. Also zu Zeiten, wo viel gewildert worden ist und Wildschützen unterwegs waren, und da waren die Gendarmen innen auf der Spur und die Wildschützen haben leider ein Brot mitgehabt und das ist ihnen im Bereich der Brotfallscharte halt leider entfleucht und hinuntergekugelt und hat sich verraten. Das heißt, die Schandinger haben mitgekriegt, dass das da kein Steinschlag ist, sondern ein Brotleib. Und dann dementsprechend ihre Schlüssel draus gezogen. Und deswegen heißt die Scharte mit dem gefallenen Brot eben Brotfallscharte. Kann man sich nicht ausdenken, oder?
für alle, die das Tote Gebirge vielleicht überhaupt noch nicht kennen und nie gehört haben, denen sei gesagt, das hier ist die größte Karstwüste Mitteleuropas. Und das ist deswegen so eine Wüste, nicht weil es zu wenig regnen würde, sondern weil sie hier einfach keinen Boden hält. Das heißt also, das Kalkgestein lässt das Wasser relativ rasch versickern und es ist kaum eine Möglichkeit, dass sich hier ein richtiger Boden bildet und was wächst. Das ist nur an den günstigsten Standorten so und ansonsten ist da halt entweder Schotter oder der blanke Fels. Und das macht natürlich einen ganz besonderen Reiz dieser Landschaft aus. Also wenn man da vorne umdreht, keine alpinen Herausforderungen, aber einfach wirklich die Durchquerung einer wüstenartigen Landschaft, die ist doch von der Fläche her so fast dreimal so groß wie Wien. Also davon ist nicht alles so extrem karg wie hier, aber es ist schon gerechtfertigt, von einer Wüste zu sprechen. Und auch wenn dieser Weg da keine alpinen Schwierigkeiten mehr aufweist, es ist schon so im Alleingang, sollte man da dementsprechend vorsichtig sein. Selbst der Fledermausumknöchler zur falschen Tageszeit kann dazu führen, dass man da dann irgendwo liegen bleibt und echt nicht weiterkommt. Und wenn man jetzt das Ganze als Hüttentour angelegt hat und da keine gute Ausrüstung zum Bivakieren mit hat, dann ist da wirklich Feuer am Dach. Also wir haben heute einen Samstag zur Wandersaison par excellence und seit meinem Abstieg von, also eigentlich seit der Kreuzung, die zum Fleischbanksattel hingeführt hat, sind es doch schon 3 Stunden, bin ich auch nicht nur annähernd einer Menschenseele begegnet. Ich habe niemanden gesehen und niemanden gehört und ja, wenn du da einmal irgendwo in der Gruppe liegst, dann ist die Chance durchaus groß, dass das so bleibt. Jetzt vielleicht dadurch, dass ich noch am Vormittag unterwegs bin, auf diesem Weg nicht. Aber wer hier am Nachmittag unterwegs ist, weiß, ja, ich bin zur Büringerhütte und das geht sich bei Tageslicht aus, der sollte mal reingehen, bitte ganz, ganz, ganz besonders Acht geben. Dieser Wegabschnitt, den man da durchaus aufwendig gestaltet hat, also das ist ja da in dieser Felswüste nicht wirklich leicht, da Stufen hineinzuschlagen oder Dämme zu errichten. Das ist übrigens der sogenannte Ausseerweg. Und das ist ja auch mein Fernziel, Bad Aussee. Das sollte dann morgen ankommen. Na, wer fühlt sich nicht an einen epischen Fantasy-Film erinnert, wenn man da diese Bilder sieht. Übrigens, im Toten Gebirge sind auch tatsächlich Filme gedreht worden. Zumindest ein völlig unbekannter österreichischer Science-Fiction-Film, nämlich Ainoa. Der hat tatsächlich das Tote Gebirge als eine der Locations gehabt zum Drehen. Wir erreichen wieder mal Abzweigung. Büringer Hütte führt uns da geradeaus weiter wie erwartet. Melser Hütte, großer Trill, da kommen wir her.
Brillschutzhaus über Temmelbergsattel. Und auch hier nochmal das Ganze auf den Felsen. Ja, zurück wollen wir nicht. Da wollen wir Richtung Thüringerhütte. Schaut übrigens sehr verkehrt aus, aber naja, vielleicht kommt auch wer von oben. Ja, schauen wir mal, wie sich das so tut. Auch wiederum Thüringerhütte. Keine Zeitangabe. Das da vorne sind die hohen Köge. Und wir kehren da über diesen Sattel drüber. Und leider, leider, die Gegend ein bisschen besser her, als wir mit einem Abstieg da in diesen Graben hinein. Das ist da so eine Mehrfachtermine. Einmal da und einmal da drüben, beziehungsweise mehrmals da drüben. Also, da hilft alles nichts. Da verlieren wir jetzt so gute 30 Höhenmeter. Und die aber auf der Tourlänge ist es auch schon wieder egal. So, jetzt haben wir unseren Anstieg da bald geschafft auf den Sattel. Da vorne dürfte es dann endgültig vorbei sein. Wir nähern uns und da drüben jetzt ein Schneefeld. Das ist aber schön flach. Und ich weiß gar nicht, ob der Wegverlauf das nicht so gar nicht umgeht. Ja, schaut, da ist die Landschaft zum Teil. Mal irgendwo eine Pflanze oder ein Blümchen etabliert hat. Aber da hat es das Leben wirklich ganz schwer und nur in halbwegs geschützten Tälern südexponiert und nicht allzu trocken, wenn es ein bisschen Schotter gibt und ein bisschen eine erdige Schicht verhindert, dass das Wasser allzu schnell weg ist. Da ist überhaupt an das zu denken, dass was wächst. Ja, und tatsächlich kommen wir da an dem Schneefeld vorbei und streben immer noch gut sichtbar den Dachstein zu, der uns schon zusehends näher gekommen ist. Wenn das jetzt da mehr oder weniger am Sattel der höchste Punkt gewesen wäre, dann führt uns der Weg noch da oben drüber, weil man da anscheinend das Schneefeld gemieden hat. Glaube ich auch sehr vernünftig. Und da vorne, das ist jetzt das Gebiet der hohen Kögel, das wir vorhin von unten begutachtet haben. Jetzt werden wir schauen, ob wir da drüben nicht wieder einen Blick erhaschen, der uns ein bisschen den weiteren Routenverlauf klar legt. Das ist immer erkannte Berggestalt da drüben, das ist das Rotgeschirr. Auch da könnte man, wenn man unbedingt will, hinauf. Will ich aber heute nicht. Und hier, bei diesem Übergang, da fällt jetzt eine Veränderung auf. Und zwar schafft es da tatsächlich zum Teil Latschenbewuchs. Also da wird es tatsächlich ein bisschen grüner vom Eindruck her. Und wenn man schaut, die sind da unentwegt. Da ist wirklich nur Fels. Und trotzdem wachsen ein paar so Polster. Also das ist schon interessant. Wie legen wir da her? Gamse! Gell? Gamse! Und da hat sich zwischendurch einmal ein bisschen ein anderes Gestein in den Kalk verirrt. Da dran. Wird doch kein Eisen sein. Hm? Bei dem Wegverlauf hat es echt ausgedacht. Jetzt
wechseln wir dann nämlich auf die andere Talseite hinüber, damit wir einen Gegenanstieg vermeiden, den wir sonst bei der Senke, die man vorhin da unten gesehen hat, gehabt hat. Und das ist eigentlich richtig cool gemacht. Also der Weg ist nicht nur sehr schön, sondern auch sehr durchdacht. Und ganz unvermittelt ändert sich der Charakter des Wegs. Da muss plötzlich wirklich ein bisschen im Grünen. Das ist einmal eine interessante Abwechslung. Das wird jetzt auch im weiteren Wegverlauf eigentlich nicht mehr so karg und felsig wie im letzten Abschnitt. Aber es ist noch ein bisschen wechselnd. Wenn wir dann zur Püringer Hütte kommen, dann ist auf jeden Fall noch einmal um einiges grüner als hier. Und da drüben sitzt dann einmal die Senke, die wir jetzt da aufgrund der günstigen Wegführung schön umgehen. Da geht es jetzt gerade dahin und macht richtig Spaß. Und in der Zwischenzeit ist auch nicht mehr ganz so einsam. Das heißt, ich bin jetzt doch den ersten Wanderleuten begegnet, die vermutlich von der Püringer Hütte herkommen. Und das heißt, die Püringer Hütte hat höchstwahrscheinlich offen. Das ist schon mal sehr günstig. Da werden wir uns vielleicht eine Kleinigkeit zum Mittag genehmigen. Ihr habt ja grundsätzlich alles dabei, um die Tour auch an den Tag zu gehen. Aber man muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst. So, da kommt eine Biwakmöglichkeit ins Bild, bevor wir zum Rotkogelsattel kommen. Allerdings ist das für mich nicht geeignet, weil es ist erst 12. Da rechts und links des Weges schaut, da gibt der Bergsommer noch einmal alles. Trotzdem, dass da so fest durchsetzt ist, bemüht sich da Gras und Blume redlich. Und das ist noch richtig hübsch. Also wir haben doch schon jetzt wirklich Sommerende und da ist noch alles in Hochbetrieb. Wie wenn es noch nie einen Kaltlufteinbruch gegeben hat. Auch hier im Anstieg zum Rotkogelsattel ist wieder erkennbar, wie viel Mühe sich die Leute mit dem Anlegen des Wegs da gegeben haben. Also da, der ist sicher auch geeignet, um Vieh heraufzutreiben. Ja, da unten diese Senke ist grün. Möglicherweise hat man es als Weide benutzt. Aber der Aufwand ist halt schon beträchtlich. Da haben wir sogar noch mal ein Schneefeld, ein kleines. Offensichtlich abgeschottet genug und dass sich da in der Rinne der Schnee hält. Die wir vorher gesehen, in der Rinne gibt es ganz schön tiefe Spalten. Also auch da, obwohl man den Weg so schön gemacht hat, muss man ziemlich genau schauen, wo man hinsteigt. Ja, da hinter mir seht ihr, so ein Schneefeld ist nicht ungefährlich. Da geht es ganz schön auf der Seite noch hinein und man könnte durchbrechen. Auch da zum Beispiel. Und das ist natürlich immer blöd, wenn man so ein Schneefeld irgendwo im Weg hat. Und nicht genau weiß, wie es weitergeht. Nicht nur die Gefahr abzurutschen, ist da ein Thema. Auch da wieder ist es ein Schnee drinnen. Und da schauen wir mal, ob wir da oben drüber gehen. Ja, probieren wir es einmal. Kann man nur hoffen, dass die Schneebrücke da hält. Und außerdem, dass da nicht allzu tief runter geht. Wir erreichen jetzt bald den Rotkogelsattel und da ist eine richtig coole Umgebung mit schönem Blumenschmuck. Und wenn man da vorne schaut, da könnte der Kontrast nicht größer sein. Schneefeld, blanker Fels, also Mondlandschaft und dann gleich wieder ein bisschen ein Latschenbewuchs. Also da ist die Vegetation und die Landschaft äußerst abwechslungsreich. Nur da sind ganz schöne Trümmer, die da auf dem Sattel zum Liegen kommen sind. Und wir haben den Rotkogelsattel da vorne erreicht. Und dann gehen wir wieder hinunter. Jetzt momentan sind wir auf ca. 2000 Meter. Also doch schon wieder einen ordentlichen Gegenanstieg absolviert.
Jetzt geht's da wieder. Wie? Wir haben auch die Schiene runter. Ein bisschen aufpassen, dass nicht die Steine teilweise noch feucht. Und da bin ich gerade geradelt, wie man gehört hat. Aber ansonsten ist da alles gut gangbar. Noch einmal, er sagte mir, da kurz nach dem Rotkugelsattel glänzt die Markierung zunächst mit nobler Zurückhaltung. Aber man gehört nicht in das Tälchen da hinunter, sondern da nach linker Hand den Hang hinauf. Wenn man genau schaut, sieht man zumindest relativ blasse Markierungen. Und der Weg da ist dann auch gut gangbar. Geht halt da durch ganz enge Latschengassen hindurch am Anfang und jetzt wieder ein bisschen freier dahin. Da geht es jetzt durch die Latschen durch, nämlich ziemlich forsch bergab. Also das hat da durchaus noch alpinen Charakter. Da darf man sich auch nicht blöd spüren. Und da unten, dieses Wiesel da, was da ins Bild kommt und wo man vielleicht den Weg erahnen kann, da geht es jetzt in dieses Tal hinein und dann findet man die nächste Wasserstelle, die jetzt schon ziemlich vorbei sind, nämlich die Geiernestquelle. Und wenig weiter dann auch die Büringer Hütte. Da geht es noch einmal durch so Kalkplatten durch und da muss man aufpassen, denn es rollt ziemlich. Also da ist längst nicht jeder Stein, auf dem man draufsteigt, wirklich stabil. Und das felsige Ambiente, das passt durchaus. Das erfordert nur mehr erhöhte Aufmerksamkeit. Immer wieder Stufen reingelegt. Von daher geht es natürlich ganz angenehm, aber trotzdem. Und da kommt eine Engstelle, haben wir das richtig gelesen. Na, da auf die bin ich jetzt aber gespannt. Ah ja, diese Engstelle ist tatsächlich eng. Aber naja, also so eng, dass da nicht ein Wanderer problemlos durchkommt, ist sie nur für die allerbreitesten Wanderer. Da ist der Wegverlauf jetzt sehr hübsch. Und zum ersten Mal tauchen auch echte Bäume auf, also nicht Latschen, sondern wirklich ein paar Lärchen. Und von daher ist man jetzt schon in einer freundlicheren Landschaft. Und wir erreichen da vorne gleich dieses Wiesel, was ich von oben gezeigt habe. Dann oberen Rand davon und halten uns da dann da voraus in dieses Tälchen hinein. Sieht man auch an diesem kleinen Seelein, das man da unten in dem Taleinschnitt hat. Aber von dem werden wir uns eigentlich nicht trinken von stehenden Gewässern, sondern wir hoffen schon irgendwo auf eine sprudelnde Quelle. Und da hat man jetzt eine Fülle von Wegweisern. Und da steht zur Büringer Hütte. Und da steht Welser Hütte, großer Brill und Brillschutzhaus. Und da unten Rotgeschirr. Das ist also jetzt das Rotgeschirr von hinten, diese eindrucksvolle Erhebung da. Da hat man auch einiges zu tun. Das ist dann richtig wird. Ein Abschnitt, der zu dieser Jahreszeit zum Mittag noch im Schatten liegt. Und mit Strömen also schon langsam der Büringer Hütte zu. Da schaut die Gegend wirklich vielversprechend aus. Die Frage ist, wo ist die Quelle? Ich habe mir gedacht, die hätte das Plätschern gehört. Aber nein, dem ist noch nicht so. Na, die möchte ich heute auf keinen Fall verpassen. Ist nicht, aber eine Quelle. Nur bis man da eine Flasche voll hat, ich glaube, da wäre ich beim Büringer Haus. Bei der Büringer Hütte die Vorräte auffüllen. Da vorne der Elmsee und wenn es vorbei ist, auch die Hütte. Schaut doch nett aus, oder? Da auf der Büringer Hütte werden wir jetzt gestärkt. Das sind total liebe Leute. Das ist ein guter Abschlusshaft. Und die wurde so hackert. Und jetzt mit neu aufgefüllten frischen Trinkwasservorräten und neuem Elan geht es in Richtung Appelhaus. Da sind angeschrieben 4,5 Stunden. Ist es aber nicht mit allzu viel Unterschied. Also von daher
Schauen wir mal, das werden wir schon zusammenbringen. Auf dem See, offensichtlich, kommt aus der riesige Aufblasschwäne. Schade. Nur zumindest ein Aufblaseinhorn erhofft. Für mich geht es da jetzt weiter. Da bei den Felsen vorne nach rechts hinein noch. Und leicht bergan in Richtung dem Upper House. Und es ist noch angeschrieben mit 4,5 Stunden. Jetzt ist es 13.40 Uhr. Also unter Brüdern um 18 Uhr dort. Und dann wird man sehen, ob ich auch die zweite Nacht bivakieren werde oder ob ich mir vielleicht einmal eine Hüttenübernachtung gönne. Es kann auch nicht schaden. Ich bin jetzt da ein ganz uriges Gebiet und da hinten ragt der Stock des Salzofens ab. Und beim Salzofen, da hat man die Möglichkeit, erstens einmal natürlich raufzusteigen, würde man nicht. Oder eben davor in dieses Seitental hinein geht es in Richtung des Upper Houses. Und dort wollen wir hin. Da gelangt man unvermutet an ein idyllisches Almdorf mit einigen Hütten. Und ich schau, das ist fast schon Verhüttelung. Am Abblaser Albert Appelhaus. Da hinein, da müssen wir hin. Bei diesem markanten weißen Felsen taucht zum ersten Mal der Abblasbügel auf da oben. Und dort muss man jetzt auf. Gut sichtbar, wie weit man ist. Schaut euch diesen Alpenbarten da an. Brummen über und über. Also ein Kalkschleuder. Es ist einfach was ganz was Wunderschönes. Das versüßt dann den Anstieg schon sehr. Albert Appelhaus. Da sind wir jetzt hier oben zunächst einmal. Ja, da ist ein kleines Seelein und da Abblasbügel. Ja. Und da auf, ich glaube, geht es auf die mit einem Kreuz geschmückte Spitze vom Wildgürtel. Aber das schenken wir uns. Immer wenn man bei so einem Sattel ist, ist halt unsicher, wo tatsächlich dann der Sattelpunkt ist. Weil es doch immer noch einmal eine kleine Stufe weiter hinauf geht. So, auch hier. Da hat man relativ feuchte Gegend. Und damit ist das Gebirge auch schon lange nicht mehr so tot. Und da vorne sieht man sogar Wolkgras. Das heißt also, da ist tatsächlich eine sehr feuchte Wiese. Da kommt offensichtlich von oben ein Bachl. Und damit schaut es natürlich hier ganz anders aus. Hier sehr prominent angeschrieben Wildensee und Grieskar. Und wir folgen in Richtung Wildensee. Weiter vorne gibt es, glaube ich, auch noch mal einen Wegweiser, der uns das sagt. Aber schauen wir mal. Und jetzt wird es leider schattig. So, die Gegend da hinter mir, die hat in den Wiesen. Man kann sich gar nicht vorstellen, warum. Und für mich geht es da jetzt weiter in den Schatten. Und darum habe ich mich auch umgezogen und mir da wieder ein bisschen langärmeliges Leuerl bzw. sogar dünnes Fleece geholt. Weil da wird es jetzt schon schlagartig kühler. Wir sind auf in etwa 1800 und das ist jetzt am Nachmittag da schon
Ja, das wird's auch merken. Das wird so da widerspenstig. Aber der Kampf ist gewonnen. Da ist der Wegverlauf jetzt wieder diese Grube meidend und da vorne, wo ist das? Ein bisschen erhöht, aber diese Kalkformationen da anfangen, da müssen wir jetzt drüber. Aber da ist jetzt ohne viel Höhenverlust, geht es da dahin. Da beginnt jetzt eine ganz romantische Hochwaldpassage. Da stehen größere Bäume. Das ist ein bisschen ein kopiertes Gelände. Das ist doch mal was Nettes. Und dann geht es gleich wieder auf Wiesen hinaus. Ja, auf dieser Anhöhe, da hat man noch mal einen ganzen Tag einen Blick. Da sieht man auch, wenn das Gebirge da längst nicht mehr so ausgedrückt ist. Das ist immer noch eine sehr traurige und eindrucksvolle Landschaft. Sehr still. Bis auf eine vereinzelte Flugzeuge. Ist da von der Zivilisation wirklich nichts zu hören. Da geht es einmal zur Abwechslung über so eine Kalkformation drüber. Da sieht man, der ist größer und kann nicht sinnvoll umgangen werden. Da sieht man, wie es überall durchrennt. Und der Weg, der bahnt sich da drüber. So dass man halt möglichst in so eine Regel nicht hineinsteigt. Das ist auch noch ganz spannend. Und zumindest ist er gut markiert. Das muss man ja lassen. Also der Weg zum Albert Appelhaus, der ist landschaftlich super schön, aber er ist ein ewiges Auf und Ab. Also es geht ungezählte Male hinauf und hinunter, bis man da wirklich dort ist. Das, ich kann es gar nicht mitzählen. Also immer wieder kleine Wadelbeißer, die was einem dann doch noch einmal überraschen. Und dann geht es halt wieder runter. Das heißt, wer denkt, dass das da einfach nur mit dem Abblasbügel vorbei ist, der hat sich gewaltig getäuscht. Ja, das ist ja dann auch noch immer wieder auf und ab. Da haben wir einen markanten Felsen mit Gipfelkreuz. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das der sogenannte redende Stein. Was der genau gesagt hat, dass er zu seinem Namen gekommen ist, das ist meines Wissens nach nicht überliefert. Aber er muss irgendwas Namhaftes gesprochen haben, weil sonst hätte er auch nicht so heißen. Wenn nicht alles täuscht, dann ist das ein Eisenhut. Ziemlich giftig. War oben in größerer Zahl zu sehen, aber da steht noch ganz genau einer in der Blüte. Da oben geht es jetzt in Richtung Appelhaus. Und da geht es zum redenden Stein. Und da gehen wir zur Büringer Hütte. Das tue ich mir sicher heute nicht mehr an. Also, oben. Da ist über hin, See. Da geht's oben, auch in Richtung Appelhaus. Habe ich gestern also wirklich noch mit knapper Not einen Schlafplatz bekommen. Und das ist die sogenannte Brunnenwiesalm. Wie der Name schon sagt, ist da eine Quelle zu vermuten. Da unten am Boden eine etwas verblasste Markierung. Und auch hier
der Weg Richtung Tressensattel. Bergfrei von der Drisselwand. Kann sich da vor lauter Tiefblick gar nicht entscheiden, welchen man da cooler finden soll.